Meine Damen und Herren, das ist Gnagner LP und wir spielen weiter bei unserem super tollen Mario Hack Mario's Return, bei dem wir ja letztes Mal stehen geblieben sind, bei unserem Ghost House. Und zwar im Ghost House. Und ich habe jetzt rausgefunden, was ich machen muss und dementsprechend werden wir es nochmal kurz von vorne sehen, aber das ist auch nicht wirklich tragisch, denn es ist ja sehr gut gemacht. Dementsprechend schauen wir da jetzt einfach nochmal kurz rein. Oh mein Gott. Außerdem kommt man recht schnell zurück zu der Stelle, an der wir waren. Sehr schön. Mir ist klar geworden, was ich tun muss. Und das werde ich jetzt mal kurz herzeigen. Es ist recht simpel. Mal gucken, ob es jetzt auch so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Aber meistens tut es das. Und dementsprechend wird das jetzt wohl auch funktionieren müssen. Okay. Das war schon mal, ja, gegen Absolut-Fail. Es ist unglaublich, es ist unglaublich. Ich musste immer viel zu schnell durch. Dementsprechend vertue ich mich dann einfach manchmal. Entschuldigung, aber so bin ich nun mal. Oh, Alter. Wow, wir haben jetzt eine Feuerblume in einem Ghosthaus. Das ist natürlich wirklich die effektivste Waffe, die es gibt. Geil, scheiße. Drauf. Okay, das haben wir. Genau, wir brauchen nämlich diesen P-Switch. Um diesen P-Switch dreht sich das Ganze. Ja, das ist wirklich ein Geheimnis sondergleichen. Oh, cool, das funktioniert sogar. Ja, wir verlieren jetzt einfach mal kurz unser Item, um dort schneller durchrushen zu können. Die Sache ist jetzt, man muss sich das hier holen. La 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 la. Das habe ich auch schon letztes Mal gemacht. Ich soll es einfach mal vorspulen, danke. Geht doch diese Tür zurück in den vorherigen Raum, der uns jetzt schon ein kleines Geheimnis offenbart. Aber dieses Geheimnis können wir noch nicht wirklich begreifen mit unserem kleinen Gehirn, denn wir werden erst später merken, was wir eigentlich tun müssen, weil ich habe nämlich aus Versehen genau das Richtige gemacht. Ich war doch schon drin in der Tür. Es ist, also, Geister sind sowas von das Widerlichste, was Super Mario World zu bieten hat. Sowas von absolut ätzend. Aber eigentlich sind das ja keine wirklichen Geister und außerdem sind das nicht die Original-Sprites aus dem Super Mario World, sondern das sind Dingsbums, Shy Guy Spy. Dieses Ghost House ist sehr zeitaufwendig, muss ich sagen. Das gefällt mir nicht. So, Freunde. Ja. Wir betreten diese Tür noch einmal, obwohl wir ja eigentlich glauben könnten, ha, das bringt gar nichts, aber es bringt doch etwas. Es hat unglaubliche Fähigkeiten. Das ist doch affig. Ich berühre dich noch nicht mal. Wir bleiben jetzt einfach mal klein, um uns wirklich den letzten Rest an Nerven zu berauben. Ich meine, den brauchen wir sowieso nicht mehr. Oh. Oh Gott, es ist, ja. Vor allem immer noch nebenher diese komische SMB-Mucke hören zu müssen, das ist schon stark nervenaufreibend. Immerhin besser als Kaizo Mario, dankeschön. Oh mein Gott, das sieht ja ganz anders aus als vorher. Ah, ah, Fail. Wir müssen natürlich den P-Switch mitnehmen. Mitnehmen müssen wir den. Das ist das große Geheimnis an der ganzen Stage. Man muss... Ah, ich glaube es einfach nicht. Okay. Es hat viel mit mir zu tun, inklusive dem Fakt, dass ich einfach unkonzentriert bin. Und dass ich mit der Tastatur unter dem Schreibtisch spiele, damit man es nicht so hört. Jetzt habe ich ihn wirklich so rausgepickt, wie ich das wollte und wir können jetzt endlich fortfahren. Ja, das wird spaßig. Wir müssen nämlich hier unten diesen Button drücken, der noch am besten noch eine vernünftige Form annehmen sollte. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ein bisschen länger warten. Noch ein bisschen länger warten. So. Nope. 1, 3, 4,
5. Ah, das kann man damit steuern, oder wie? Cool, wenn man das jetzt. Nee, okay, man kann es nicht steuern. Gut, das zu wissen. Boah, das ist doch sowas von nervtötend. Es ist einfach nur nervtötend. Ich kann es nicht beschreiben. Ich kann es nicht beschreiben. Ich frage mich einfach nur, wie man sowas irgendjemanden antun kann. In irgendeiner Form. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, was ich hier versuche zu machen. Und ach, es ist einfach nur ätzend. Ah, ich könnte so kotzen. Kuh, 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 Kuh. Warum? Ah, das ist ja sowas von ätzend. Vor allem, wenn ich überall diese blöden Boos rumfliegen würden. Ich könnte bloß kotzen. Das ist einfach am Rande von ja, Selbstmordbeihilfe. Das ist einfach nur ätzend. Hey, cool. Ich kann das sogar manipulieren. Scheint auf jeden Fall so. So. Wenn ich einfach direkt von unten drauf hau. 1, 2, 3, 4, 5. Was ist, wenn ich mehr so von der Seite drauf. Okay, es hat überhaupt keinen Einfluss. Von was hängt es ab? Es ist leider Gottes einfach nur ätzend. Ich versteh's nicht. Was soll ich denn tun? Soll ich den hier klicken oder was? Ah, oh, diese Geister, ich könnte so kotzen. Ernsthaft. Ah, das ist so widerwärtig. Das ist schön. Könnte ich kotzen? Ja, ich könnte kotzen. Wenn das überhaupt das ist, was ich machen soll. Aber ich kann sowas von kotzen. Ich kann sowas von kotzen. Das ist so ein verschwendetes Video. Es ist unfassbar. Es ist einfach nur unfassbar. Naja, okay. Ich werde das jetzt einfach offscreen machen. Irgendwie rausfinden, wie das geht. Und wir sehen uns später. Das ist einfach nur Kacke. So, ich bin wieder zurück. Wer jetzt denkt, dass ich eine Lösung gefunden habe? Nein! Also, beziehungsweise, ich weiß, wie es gehen soll. Und zwar soll man dort eben hinkommen mit einem P-Switch, diesen komischen Taster unten drücken, dass die Münzen in eine, eben zu dieser Röhre, die da links aus der Wand kommt, hinführen, dass man sich dort draufstellen kann, wenn man den P-Switch drückt. Das Blöde ist bloß, dass das so random ist, wie die Münzen dort hinausschießen. Das ist nahezu. Es ist einfach nur nervtötend. Vor allem, weil die ganzen blöden Boos durch die Gegend fliegen und meinen, rummachen zu müssen. Es ist ätzend. Und dementsprechend, und genau wegen diesem Level, genau wegen solchen Leveln, hasse ich es einfach, wenn man es ultra schwierig machen muss. Es ist affig. Es ist einfach nur affig. Und dementsprechend ist jetzt das Projekt erstmal pausiert, wenn irgendjemand weiß, wie man das machen könnte. Anders. Schreibt es mir in den Kommentaren. Ich habe keine Ahnung. Und also damit ist das Projekt beendet. Ich kann nicht auf die Luna Magic Datei zugreifen, damit ich wenigstens wüsste, ob da eventuell noch irgendwas kommt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war's das.
für Mario's Return und jetzt kommt dann bald Mega Man 1 und es kommt bald noch irgendetwas kleines anderes. Wir werden sehen. Also, danke fürs Zuschauen. Das war Gnagner LP. Tschüss.